Helmut, ich begrüße dich auf unserer diesjährigen deutschen Pferdenhundmeisterschaft des RSV 2000 hier in Steinfurt. Danke. Helmut, I welcome you at this year's annual tracking championship in RSV 2000, the IFH RSV 2000. Um den deutschen Schäferhund als Gebrauchshund auszubilden, hat unser Leiter für Ausbildung und Zucht, Dr. Helmut Reiser, ein einfach zu verstehendes Konzept, nach welchem der Hund für den IPO-Bereich ausgebildet wird. Sein Plan A, Plan B, Plan C und auch Plan D ist mit wenigen Worten erklärbar, führt aber oft bei den Hundeführerinnen immer wieder zu Diskussionen. Denn To train the German Shepherd as a working dog, our leader in training and breeding, Dr. Helmut Reiser, has developed a very easy to understand concept for training dogs for IPO. His plan A, plan B, plan C, and plan D can be explained with only a few words, but very often we have discussions at the dog handlers. Deshalb möchte ich heute Helmut zu seinem Ausbildungskonzept einige Fragen stellen. And this is why I want to ask some questions tonight to Helmut. Vorab die Infos zum Thema. Plan A. So, before we start, some information for the topic. Plan A. Positive Verstärkung heißt, man zeige dem Hund den Himmel. Positive reinforcement is plan A and it means that you show dogs the heaven. Plan B. Plan B. Positive Verstärkung heißt, man stärke ihn in seinem Glauben, in den Himmel zu kommen. Positive reinforcement as well, and it means that you strengthen the dog in his belief to be able to come to heaven. Plan C. Negative Verstärkung heißt, man lasse ihn die Hölle spüren, wenn er nicht eifert, in den Himmel zu kommen. Plan C means is a negative reinforcement and you show the dog that if he does not strive strongly to come to heaven, he will see hell. Plan D. Nachhaltiges Ausbildungsziel ist erreicht. Der Hund steht in Erwartung für die nächste Übung und arbeitet abgesichert. Plan D. The sustainable dog training is achieved. The dog is secure in all the exercises. It is waiting to perform the next exercise. Nun zu unserem Frageblock. And now to our questions. Helmut, ab welchem Alter beim Hund beginnst du mit Plan A und wie lange machst du Plan A? Helmut, at what age do you start training dogs in Plan A and how long do you do that? Ganz kurz zu deinem Statement. Die Metaphern bitte nicht zu wörtlich nehmen. In the beginning, first I'd like to say to your statement that these words I use, please don't take them literally. Du fragst nach der Erziehung und der Ausbildung. Ich denke mal, das geht nahtlos ineinander über. You ask for education and for training. And I think this goes one to another with any break in between. Der Hund ist in seiner ganzen Struktur autoritär, in autoritären Systemen programmiert. The program of the dog means that he lives in structures which have a hierarchy. Und das geht schon beim kleinen Welpen los, wenn er mit 8 Wochen kommt, dass man ihm so gewisse Umgangsformen in seinem sozialen Umfeld zeigen muss. And this already starts with a young puppy at the age of 8 weeks, where you do have the obligation to show the dogs some manners, some way how to behave in his social environment. Here is here, nein ist nein. Here is here, a no is a no. Und Lauf ist Lauf. And go is a go. Und das sind schon Dinge, die der Hund nicht von sich aus macht, sondern die man ihm beibringen muss. And these already are things that the dog does not do by himself, but you have to teach the dog. Das heißt, hier geht schon los, er lernt etwas, er muss etwas lernen. So he already, it starts, I want you to learn something. Und was wir ihm später in der Ausbildung beibringen, geht nach den gleichen Lerngesetzen und ist nur mehr und umfangreicher. Das heißt, quantitativ mehr. And what we train the dogs later is only more in quantity, but it follows the same learning rules.
Noch irgendwelche Fragen? Danke. Any more questions? Der Trieb spiegelt den Antrieb des Hundes wider, sein Triebziel zu erreichen. The drive mirrors the motivation of the dog to reach his drive aim. Welche Motivationshilfen benutzt du, um seine Erwartungen zu befriedigen? Which motivation tools do you use to fulfill the dog's needs? Gut, wenn wir jetzt beispielsweise uns im jachtlichen Bereich aufhalten, dann ist es relativ einfach. Now, for example, if we're talking about game dogs, this is pretty easy. Du brauchst nur einen passionierten Hund und dein Verhalten entspricht dem, was er naturgemäß mit seinem Trieb anfangen will. All you need is a passionate dog and you can allow the dog to do what he wants to do by his own natural born drive. Und eigentlich brauchst du nur einen Switch on und Switch off. And actually really all you need is a turn the dog on, turn the dog off. Und bei uns ist das wesentlich differenzierter, weil wir dem Hund Übungen beibringen müssen, die alle nicht seinem Triebziel entsprechen. And the crucial part in our training is that we have to train the dog many exercises and none of these exercises is the drive aim of this dog. Wenn der Hund seinem Triebziel folgt, kriegst du keine Punkte. If the dog follows his drive aim, you won't have any points. Wir müssen den Trieb des Hundes modellieren, kanalisieren und entsprechend in die Übung bringen, die uns dann die Punkte bringen. We need to shape and to channel the drive of the dog to finally end up in the exercises that will bring us the points. Deswegen müssen unsere Hunde nicht nur Trieb haben, sondern auch eine gewisse Intelligenz, eine gewisse Lernfähigkeit und eine gewisse Beeinflussbarkeit haben. And this is why we need dogs who don't only have drive, but they need a certain intelligence, they need a certain leadability, and they need a certain will that they will do what we want them to do. Um mit den alten Termini Technici das Ganze zu beschreiben, der Hund muss Trieb haben, der muss Nerven haben und der muss Führigkeit haben. To use the old wording, the dog needs drive, the dog needs nerve and the dog needs leadability. Und um jetzt diesem Hund das beizubringen, was er soll, machen wir Tauschgeschäfte mit ihm. And to teach the dog what we want him to do, we have a trading deal. Und wir sagen ihm, wenn du diesen Mist machst, der mir die Punkte bringt, dann kriegst du dein Triebziel. And we tell the dog, if you do what I need to receive the points, in reverse, I give you your drive aim. Und damit er überhaupt weiß, welchen Quatsch er für uns tun soll, machen wir erstmal Plan A. And in order for the dog, in the first place, to know what nonsense he is supposed to do for us, we start with Plan A. Und damit er überhaupt eine Idee hat, was ist denn der überhaupt der Himmel? So really the first thing is that we have to give the dog an idea what this heaven is for him. Es ist nicht sein Himmel. It's not his heaven. Es ist dein Himmel. It is your heaven. Du willst die Punkte haben. You want the points. Ja? Aber wenn du dem Hund sagst, wenn du diesen Blödsinn machst, kommst du zu deinem Himmel, dann kannst der Himmel des Hundes werden. But you tell the dog, if you do all this nonsense and you do it what is my heaven, it can be your heaven as well. Ja, und so macht man eben durch die Sofort- und Immerverstärkung dem Hund klar, was man von ihm will. So with this plan A, where I reinforce always and always at once, I teach the dog what I want him to do. Naja, und jetzt wollen wir natürlich, dass er das möglichst perfekt, möglichst intensiv und immer. And now, of course, we want the dog to do this very intensely, always at once and perfectly. Und immer. And always. And always. Und deswegen müssen wir diese ganze Latte der Lerngesetze durchziehen. And this is why we have to use all the different learning rules and learning procedures. Okay. Spielt für dich bei der Signalkontrolle, also in der Koordination, der Klicker eine Rolle? So in signal control, is the clicker of any relevance for you? Ja. Um die Frage kurz zu beantworten. Yes, to answer the question shortly.
Der Clicker hat mehrere entscheidende Vorteile. There are some very positive points about the Clicker. Wir alten Hundeführer haben früher immer auf die Fehler fokussiert und den Hund abgestraft, wenn er Fehler macht. So in the old days, the old dog handlers, all we did is focus on the mistakes, the unwanted behavior the dog showed, and then we made away, we erased, deleted these mistakes. Und ich sehe das heute immer noch, wenn ich mit alten, stabilen Hundeführern arbeite, wie sie Schwierigkeiten haben, umzudenken und auf das positive Verhalten des Hundes zu fokussieren und das zu bejahen. And still today, I have to realize when I work together with people who have been in dog sports for a long time, that they always focus on the bad, and I have to teach them that they should focus on the positive things, what the dog does in the way I want him to do it, and then reinforce this wanted behavior. Das heißt, mit dem Ding in der Hand guckst du immer, wenn der Hund was Richtiges macht. So with a clicker in your hand, the dog handler focuses on what the dog does correctly. Und wenn man heutzutage weiß, dass der Lernprozess im Wesentlichen durch die positive Verstärkung vollzogen wird und nicht über die negative Verstärkung. And if today we do know that learning is more or less done by positive reinforcement and not by negative reinforcement. Die negative Verstärkung platziert den Hund ins richtige Verhalten. The negative reinforcement places the dog into the, or positions the dog in the wanted correct behavior. Aber die positive Verstärkung des richtigen Verhaltens macht den ersten Lernprozess. But the positive reinforcement of the wanted behavior really creates the learning process. Und da ist der Clicker ein hervorragendes Element. And this is where the clicker is a very interesting and very positive tool. Es kommt immer mit dem gleichen Sound. It has always the same sound. Du fokussierst auf das Verhalten und drückst auf diesen Clicker. You focus on the behavior and you press the clicker. Und jetzt hast du alle Zeit der Welt, in deine Tasche zu fassen und den Hund mit dem Futter oder mit einer Beute zu bestätigen. And now you have all the time in the world to grab in your pocket and get out some food or get out some toy and reinforce with your behavior the dog. Und es muss nicht der Clicker sein, das kann auch deine Stimme mit dem Okay sein. It doesn't have to be the clicker. You can use your voice with an okay. Nur mit der Stimme sind die Leute sehr undiszipliniert. But most people have little discipline in their voice. Und dann ist so ein spezielles Signal, so ein spezieller Sound einfach besser für den Hund auszumachen. And then such a very specific tool is easier for the dog to understand because it's always the same. Und dann ist da noch ein ganz entscheidender Vorteil. And then there is one very deciding advantage. Du brauchst nur ein hübsches Mädchen zu sein, dir einen guten Trainer dahinter zu stellen und bist eine perfekte Hundeausbilderin. All you need to be is a nice looking girl, you have a coach right behind you and then you can do a perfect training. Du gehst schön geradeaus und wenn der Clicker kommt, dann packst du in deine Tasche und gibst dem Hund was zu fressen. You walk on straight and every time you as a dog handler yourself, you hear the clicker, all you do is grab into your pocket and give the treat. Nein, Scherz beiseite. So machen heute eine ganze Menge Leute eine hervorragende Ausbildung, ohne eigentlich zu verstehen, was sie da machen. Okay, let's stop joking, but really this is the way many people today do an excellent job in training without the dog handler really understanding what is going on. Und das funktioniert hervorragend. And it works perfectly. Weil die Hunde präzise Lernprozesse absolvieren. Because the dogs are in a very precise learning process. Und der Clicker ist dann sowohl für Hundeführer wie auch für Hund. And the clicker then is for the dog handler and the dog as well. Und so lernt der Hundeführer by doing, learning by doing, auch richtiges Timing, richtiges Verhalten. Und Timing ist immer eines der zentralen Dinge im Lernprozess. And so slowly the dog handler learns by doing it in practical things. He learns the timing, and the timing is always a very crucial point in every learning process. Oh, und viele Hundeführer haben gerade mit dem Timing am Anfang große Schwierigkeiten. Und so ist der Clicker nicht nur für den Hund, sondern auch für den Hundeführer ein hervorragendes Ausbildungsmittel.
So a lot of dog handlers, especially in the beginning, have a big problem with good timing. And so the clicker is a very positive training tool, not only for the dog, but for the dog handler as well. Die Veranlagung des Hundes, grüner Hund bzw. grauer Hund, muss man erkennen und berücksichtigen. Aber wie arbeitet man einen grauen Hund im Blatt an? So, the talents of the dog, is it a green dog, is it a gray dog, is something you have to respect in your training. But how, if you have a gray dog, do you work this gray dog in plan A? Da war schon vor 100 Jahren einer, der hat gesagt, das richtige Erkennen, Verbraten von vorhandenen Anlagen ist das Rätsel der Lösung. Ich glaube, der hieß Stefanitz. Oh, there was this guy, I think his name was von Stefanitz, and about more than 100 years ago, he already said that the secret of all training of dogs is seeing and detecting the talents of a dog and use them in training. So. Und es gibt nicht diesen rein grauen und rein grünen Hund. Diese Farben, die wir hier raufgepackt haben auf die Ausbildung, dienen ja dazu, von diesen semantischen Streitereien wegzukommen. There is no dog in real life who is pure green or pure gray. We use these colors to avoid all this wording that is so many people already have some meaning for them. So we want to have some new words, but there is no dog who is only green or only gray. Und wir wissen schon lange, dass Grau, ohne dass es in Grün kanalisiert wird, nicht unbedingt Stärke ist. And we have known for a long time that if gray is not channeled to green, this does not necessarily mean that you have a strong dog. Der gute Hund setzt seinen Graubereich ein, um grün zu machen. The good dog uses his gray to achieve green. Und wir haben ja bei dem Grauen immer das Problem, dass die gleiche Reizlage, der Konflikt, was immer das ist, sowohl das Meideverhalten wie auch das Aggressionsverhalten auslösen kann. And we do have the situation that in a gray dog, the conflict or what else can always trigger two different kinds of behavior. It can lead to aggression or to avoiding. Und wir haben das Problem, dass im Beutebereich, im grünen Bereich, der Hund zwar nicht mit Angst konfrontiert wird, aber eben, dass dieser Bereich nicht jederzeit aktivierbar und abrufbar ist. And we do have the problem that on the one side, in the green, in the prey behavior, the dog is not confronted with fear. But this is something that can not always be called on. So, und jetzt müssen wir zusehen, dass wir eine Balance hinkriegen zwischen Grau und Grün. So we need a balance between green and gray. So, wenn der Hund jetzt so kommt, mehr Grau als Grün. So if now the dog enters the scene more gray than green, dann hat er viel Intensität, aber weniger Sicherheit. So then he has a lot of intensity, but little secureness. Und jetzt musst du das Ganze hinbalancieren. And now you need to balance this. Wenn er so kommt, mehr grün und weniger grau, if he comes like this, more green and less gray, dann musst du zusehen, dass er an der Beute dominieren will und damit seinen Graubereich einsetzt und ihn wieder balancieren. Then you have to promote that the dog wants to dominate the prey and then come to this balance again. So, um das Ganze am praktischen Beispiel kurz zu erklären, Sportfreundin von mir kam letzte Woche mit einer 14 Monate alten Hündin und sagt, die kriegen wir zu Hause nicht gearbeitet, die ist zu grau. And just to have you a practical exam, last week I had a dog handler friend and she came up and said, I've got this 14 months old dog and we cannot handle this dog at home, this dog is all gray. Ich gehe hin, streiche den Hund und er geht gleich an mir hoch und will mich beißen, aber natürlich noch sehr dezent mit 16 Monaten. But of course, and then I go, I touch this dog and the dog jumps up on me right away and wants to bite me, but of course, very, very decent behavior, yet not too strong with a young dog at this age. So, und jetzt spielst du das ganze Programm, was das Grüne nach vorne bringt und das Graue nach unten bringt. And now you play all of the program that will bring up the green and put down the gray. So,
Das sieht dann so aus, du bindest den Hund an. You attach a dog like this. Du fängst an mit Beutereizen. You start triggering prey. Der Hund reagiert voll mit Wehrreiz. The dog reacts fully in Grey. Und dann lässt man ihn anbeißen und dann kommt das Spiel ich ziehe, du ziehst und so baut man eine Beutebeziehung auf. And then you let the dog, you give the dog a bite and then you play the game I pull, you pull, I pull, you pull and like this you build up a prey relation. Dann ist das erste wesentliche Element, dass der Hund lernt, den Griff zu verbessern, sprich das Graue ins Grüne zu packen. And then the first thing you teach the dog is that you teach the dog to improve the grip and the bite, and so you teach the dog to put the gray into the green. So, dann stelle ich mich neben den Hund und halte ihn, mache dabei noch Beutereiz. And I stand beside the dog and I hold the dog and I give some prey, I trigger a prey, some green in this. Das heißt, ich presse ihn nach unseren Handlungsvorschriften und halte ihn und dann gehe ich ins Halsband und öffne. Und wenn der Ärmel wegfliegt, wenn er ihn fallen lässt, dann schieße ich den weg. So this means that I press the dog the way we teach people to do it. And then afterwards I open the dog and then I kick away the sleeve. So, dann wollte der Hund mich beißen. So then this dog wanted to bite me. Dann kommt eine kurze schwarze Stimme und eine schwarze Hand. Then for a short term I have a black voice and a black hand. Und da vorne fliegt die Beute weg. And then the prey, I kick it away. So, und dann ist fast schon alles geregelt. And then it's nearly taken care of. Dann spielen wir mit Beute weiter. Then we go on playing in prey. Und es dauert 3 Minuten und der Hund reduziert sich deutlich in Grau. Persönliche Bekanntschaft setzt Aggressionshemmung, ist der Hintergrund. So about 3 minutes later, the dog really goes down in gray and the background for this behavior is that personal nearness, personal knowledge will decrease the will for aggressiveness. Und gleichzeitig fliegt die Beute meist weg. And at the same time, when you have the prey triggering, because the prey is being kicked away. So, dann spielen wir das Spiel. Ich springe nach vorne, reize den Graubereich. So then we have the next game. I jump up forward and I trigger the gray. Und bellt. Ich wechsle auf Beutereize. The dog barks. I switch over to prey. Und lass ihn wieder beißen und mach die Beutereize. And let the dog bite again and do again the prey. So, das Ganze dreimal wiederholt, 3 Minuten und der Hund ist deutlich in der Balance. And then you repeat this for another 3 minutes and you can see the dog is a lot more in balance. Und das war's dann auch schon gewesen. Der so, Rest ist dann Wiederholung. That's it already again and the rest is repeat, repeat. Der Übergang von Plan A zu Plan B ist in der Ausbildung fließend. Aber viele Hundeführer tun sich schwer, Plan B abzuarbeiten. The transition from Plan A to Plan B is a flowing one. But many dog handlers have difficulties working their dogs in Plan B. Machst du die Länge von Plan B von der geistigen Reife des Hundes abhängig, bevor du mit Plan C anfängst? Do you adapt the length of Plan B to the way the dog has matured? Before you start with Plan C? Ich kann dir nicht so ganz folgen. I cannot really follow you. I don't know what you mean. Es geistert immer so in diesen Literaturen rum, dass man 100 oder 1000 Mal wiederholen muss. So doof ist ein Hund nicht. In literature you will always hear that you any exercise you have to repeat it for hundreds or even thousand times. Really, no dog is that stupid. Wenn ich ein oder zweimal dem Hund was gezeigt habe, dann kann er das. Im Gegensatz zu Menschen. If I show a dog something I want the dog to do, after one or two repetitions, the dog knows what to do, quite opposite to most people. Das ist in der Natur auch sehr sinnvoll. Wenn du einmal einen Fehler machst, kannst du Glück haben zu überleben. Wenn du es ein zweites Mal machst, bist du tot. And this, of course, makes a lot of sense in nature, because if you make a mistake once, you can be lucky and you survive. But if you make a mistake twice, you're probably dead. Und Hunde sind in Bezug auf situatives Lernen, sprich Lernen von klassischer Konditionierung, Koppeln von irgendetwas mit Triebverhalten, viel genialer als wir.
And dogs really are brilliant in classical conditioning, meaning that they learn in certain situations what to do. They are brilliant in doing this. Das heißt, wenn du jetzt Plan A fährst, dann macht man das relativ kurz. So if you go Plan A, you do this for a relatively short period of time. Die typischen zwei Arbeiten, die ein Hund, wo dieses mit dem Übergang auf Plan B zu tragen kommt, ist das, was länger dauert, das bei Fuß gehen und das Verbellen. There are two exercises. Und das Pferden. There are three exercises which are typical, that they take a little longer in Plan A. The one is the heeling, the second one is the hold and bark, and the third one is the tracking. Und es ist wichtig, dass du diesen Plan A recht kurz machst. And it's important that you make this Plan A pretty short. Und dann musst du mit dem Hund Las Vegas spielen. And then you need to play Las Vegas with with your dog. Die Hoffnung ist das Wichtigste im Leben. Hope is the most important in life. So, und jetzt musst du Plan B sehr schnell so fahren, dass die Hoffnung immer länger anhält. And then you have to work in Plan A very quickly in a way that hope lasts longer and longer. Das heißt aber nicht, dass du die Zeitspanne, bis die Verstärkung kommt, bis die positive Verstärkung kommt, immer weiter ausdehnst. This does not mean that the period of time that you have until you have the positive reinforcement becomes longer and longer. Da fällt mir immer spontan Esther Schalke ein mit ihrer Aussage, bei der intermittierenden Verstärkung vergisst die Eins nicht. I never forget Esther Schalke at this point, who says in intermittent reinforcement, never forget the One. So. Und wenn du jetzt über Plan B, also die intermittierende Verstärkung, Hoffnung treibst und Hoffnung schürst du natürlich auch Trieb. Und keep going. Then of course, if you promote the hope with Plan B in all these exercises, forgot the last sentence. Dann schürst du Hoffnung, Trieb und keep going. You promote hope, drive, and you have your keep going. Und da ist jetzt vielleicht eine Sache nochmal wichtig. Das gilt im Wesentlichen für die länger dauernden Geschichten. Pferden, bei Fuß gehen, verbellen. This, of course, I have to point out once more, is more or less true for the longer lasting exercises as heeling, hold and bark and tracking. So, wenn du jetzt aber beispielsweise an die Unterordnung denkst, dann gilt bei höherem Ausbildungsstand, sprich, wenn der Hund schon einige Übungen gelernt hat. But if we talk about obedience and you have a higher level of training already, meaning that the dog has already learned quite a number of exercises, dann gilt für diesen Plan B, dass man eine Serie von Übungen macht, bevor man das Release gibt und die Freigabe zum Triebziel. So then, Plan B means that you do a series of exercises after one another, and then the signal for release is the positive reinforcement. Und du kriegst bei diesem Lernprozess beim Hund immer so den Effekt, ich kann's, ich kann's, ich kann's. Und so steigere ich durch Abwarten und Aneinanderreihen von Übungen letztendlich die Hoffnung und den Eifer für die verschiedenen Arbeiten bis der Hund letztendlich sein Triebziel kriegt. So by waiting and doing more exercises one after another, I have in the dog this effect of I can do it, I can do it, and with this I promote the hope and I have more drive and the dog is more ambitious. I have more ambitions for the dog, striving to do it correctly and waiting for the release signal. Bei der Pferd ist das tödlich, wenn du zu lange Plan A fährst. In tracking, this can kill everything if you do Plan A for too long time. Weil du besetzt die Idee des Hundes, er soll Futter finden und er soll nicht leeren Tritten folgen. Because then you teach the dog to look for food and the dog does not learn to search the steps. Und wir wissen alle, Trieb macht doof. And we all know that drive makes you stupid. Und wenn der Hund erstmal falsch besetzt ist mit der Idee, was er da tun soll, ist es ganz schwierig, du kommst in die Ohren des Hundes nicht mehr rein. And if you have the situation that the dog did learn the wrong thing, then you have it takes a long time until you get the dog to listen to you again and to teach the dog what you really want the dog to learn. Beim Verbellen beispielsweise ist es wichtig, dass man auch relativ schnell auf
Plan B geht und das Ganze ausdehnt, weil eben Frustration, Konflikt, Reizgleichaggressionsverhältnis und daraus die Power kommt. Also in Holden Bike, it's very important that the Plan B is not that you make the exercises longer, because then you have the conflict and this gives you more drive for these exercises. Nur bei der Unterordnung musst du mit dem Ausdehnen bis hin zur Verstärkung vorsichtiger sein, weil du hast nicht die Gegenspieler-Aggression. In obedience, where you are missing your counterpart aggression, like in protection, in obedience you have to be more careful when you make the number of exercises longer over a longer period of time. So, wenn du jetzt eine längere Zeit den Hund arbeiten lässt, sei es durch verschiedene Übungen oder diese länger anhaltenden Übungen von ihm verlangst, dann kommt ja der Punkt, wo er nicht mehr mitmacht. So of course, if you make your series of exercises longer and longer, you do come to a point where the dog will not go with you anymore. So, jetzt musst du überlegen, mache ich jetzt eine Negativverstärkung, weil er von seiner Autobahn, von seiner Bahn runtergeht, oder mache ich wieder eine kürzere intermittierende Verstärkung? So now you have to take your choice. Do I now give some negative reinforcement because the dog does not follow on the highway that you showed the dog before? Or do you go back to some shorter intermittent reinforcement? Und um diese Entscheidung richtig zu treffen, musst du auf drei Punkte achten. And to make this decision, you have to watch out for three different points. Das erste ist, was hat er genetisch an Potenzial gegen Frust, gegen Widerstand, gegen Schwierigkeiten, Betrieb gegenzuhalten? So first you have to look at the genetic potential of your dog. What is your dog's potential in holding against conflict and holding against frustration? So, dann ist das natürlich auch eine altersabhängige Geschichte. Then of course this is a question of age of this dog. Wenn der Hund so ein Schäferhund so 18 Monate, 2 Jahre alt wird, reift erst eigentlich das Aggressionsverhalten. In a German Shepherd, really, the aggression behavior does not mature until the age of 18 to 24 months. Was heißt Aggression? Aggression kommt von aggredere, angehen, gegengehen, machen. What does aggression mean? It comes from Latin aggredere, and it means to go against something. Deswegen ordnen wir auch die Aktivität, die Hyperaktivität, diesem Graubereich zu. And this is why we put the activity, the hyperactivity, into this gray. So, das heißt, dieses Standing, was so ein Hund letztendlich kriegen muss, um durchzuhalten, auch gegen Widerstände, ist natürlich eine Geschichte, die wesentlich präsenter ist, wenn das Aggressionsverhalten gereift ist. Das heißt, mit 18 Monaten, 2 Jahre so. So, the standing you want in your dog, this that you want in his gray behavior, of course, becomes a lot better once the dog is 18 or 24 months old. Und dann die dritte Größe, die du bei dieser Entscheidung, bei dieser strategischen Entscheidung berücksichtigen musst, ist die Lernerfahrung des Hundes. And then of course the third factor that you have to respect is the learning experience this dog has had so far. Ne, wenn so ein Hund beispielsweise im blauen Koffer für dieses moderne Beifußgehen großgezogen wird, dann lernt er auf Konfliktbewältigung immer nur blau Koffer. So of course, if you have a dog who has been taught in blue to always show this walking in the box in healing, as people like to see it nowadays, and your dog has learned intensely to go in this box in heel work all the time, what will your dog show in conflict situations? The dog will jump back into this healing position in the box. Der Hund hat natürlich wesentlich weniger Optionen, Widerstand zu leisten, wenn Zwänge kommen. This dog, of course, has a lot less options to react when there is any compulsion. Du siehst das auch im Training. Die kommen in 2-3 Jahren, haben sie den Hund 2-3 Jahre lang gekoffert und dann ist der Hund irgendwo frustriert beim Bellen, weil er seine Bestätigung nicht kriegt. Was macht er? Springt beim Hundeführer einen Koffer. And I see this all the time. You have somebody coming up with a dog who has been trained to go in this box in healing for 2 or 3 years every day. And now all of a sudden the dog has a conflict
and in protection work in sea. And what does the dog show? Instead of maybe hold and bark, the dog in conflict goes back into this box position that he knows from healing. Und wie sah das vor 30 Jahren aus, als wir keine Ahnung von Hundeausbildung hatten und versucht haben, die Hunde zum Verbellen zu bringen? And how was this, what did we see 30 years ago when we didn't know anything about how dogs learn? What did we do at that time when we wanted to teach dogs to hold and bark? Wir haben da konstant mit Härten in Konflikten im Aggressionsbereich rumgewurschtelt und letztendlich hatten wir, ohne den Konst zu alles bieten, diesen immer wieder einen Helfer reingeknallt. All we did is that we muddled in areas of hardness, of aggression, and we worked these dogs there. And what was the result? We had the dogs who would go through everything and resisted everything. So, und wie immer liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. And of course, always the truth is somewhere in the middle. Auf der einen Seite müssen wir den technisch vernünftig ausbilden, auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch zusehen, dass er ein gewisses Widerstandsverhalten kriegt. So on the one side we need to teach the dog in some technical way, and on the other side we have to see that the dog can show some sort of resistance behavior. So, und heutzutage, jetzt um deine Frage zu beantworten, wann geht es mit Plan C los? And to answer your question, when do you start with Plan C? Wenn der Hund verstanden hat. If the dog knows what we want him to do. Wenn du Plan C fährst und der Hund hat nicht super Harmonie und Koordination und Verständigung mit seinem Hundeführer, geht das Ding in die Hose. And if you go, if you work Plan C and the dog does not have coordination with you, he's not in harmony, he does not know what to do, this will break your dog. It all goes to shit. Hast einen Hund mit viel Widerstandsverhalten, kriegst du keine Technik hin, dann ist die Technik shit. You have a dog with a lot of resistance behavior, then all the technique is ruined and all the technique is broken. Und hast einen Hund, der hochadaptiv ist, ist der Trieb kaputt. And if you have a dog who is high in adaptive behavior, the drive is broken. So, wenn du jetzt aber eine saubere Lernerfahrung im Hund drin hast und der ganz genau weiß, wie er in welcher Situation auf Akustik oder auf Körpersprache zu reagieren hat. But if you have some good learning experience in your dog and your dog was taught what to do in a certain situation, how to react, dann bringt dir der Plan C, sprich die Zwangseinwirkung, mehr Energie in die Arbeit. So then Plan C can promote, if you do it correctly, a lot more energy in the work of the dog. Mehr konzentrierte Arbeit. More concentrated work. Und letztendlich eine bessere Signalkontrolle, sowohl für die nächste Übung, wie auch letztendlich eine größere Hoffnung aufs Freigabesignal. And after all, a better signal control for the exercise, but a higher appetence of the dog waiting for the release signal. Das heißt, die drei Dinge, Alter, Veranlagung und Lernprozess. So really, entscheiden, wann und wie stark ich mit Plan C letztendlich in die Arbeit reingehe. So the deciding factor really for Plan C, when and which, on which level I step into this work, is the age of the dog, the learning that he has, the learning process and the maturity. Wenn du jetzt glaubst, du könntest Plan C weglassen, dann bist du Trainingsweltmeister ohne Ergebnis. But if you think that you could skip Plan C, you can become world champion in training. Without result. Ohne Ergebnis. Without result. Der Hauptdarsteller ist bei allem Tun doch immer noch der Hund. Leider können aber viele Hundeführer nicht ihren Hund lesen, um zu wissen, wie es ihm gerade geht. Wie kann sich da der Hundeführer weiterentwickeln? Well, the main part, of course, the main actor on the stage is always the dog. But many dog handlers have problems reading their dogs. What can they do to improve their abilities? Ja, wenn du nicht lesen kannst, musst du lesen lernen. Well, of course, if you can't read, you need to learn it. Ja, das ist schwierig. Da gibt's Lehrer für. In dogs, it's difficult. Yeah, but there are teachers for this. Kannst du uns was über erfolgreiches Konfliktmanagement sagen? Can you tell us something about successful conflict management? In Sachen Hund oder in Sachen Menschenleben? In Sachen Hund. Okay. Ich verstehe die Frage nicht ganz. Was meinst du damit? So what do you mean if you want me to talk about successful conflict management in dogs? In vielen Übungen, gerade in der Unterordnung. Many exercises, especially in obedience.
baut man oft Konflikte ein. You do insert some conflict. Damit der Hund sich über diese Konflikte, damit er die bewältigt, um an sein Triebziel zu gelangen. Naja, so that the dog learns to overcome the conflict, to get his drive aim. Diese Situation, in der wir uns in der Ausbildung befinden, ist ein Konflikt zwischen den Punkten, die der Hundeführer machen will, und dem Triebziel, was der Hund hat. Well, this is a constant conflict that we always have in training, that you have the drive aim of the dog on the one side, and on the other side you have your own goals. Das ist das, was ich eingangs sagte. This is what I said in the beginning. Diese dumme Mär, der Hund müsste freudig arbeiten und der Hund soll Spaß an der Arbeit haben, ist das Dümmste, was heutzutage so vermarktet wird. What we always hear, that the dog is supposed to feel joy and have fun in working, this is a fairy tale and about the most stupid thing that people tell you today. Sport ist immer Limit. Sport is always a limit. Und wenn unsere Fußballer aus Brasilien wiederkommen, dann kommt der Spaß hinterher. Aber vorher tun die Beine weh und die Muskeln und die Sehnen. And think about our soccer players when they came back from Brazil. The fun is afterwards. First, you have all your injuries and all your pain and your sore muscles. Und diese Arbeit, die wir da machen, ist ja dieses Tauschgeschäft. Wenn du das machst, was mir die Punkte bringt, dann kriegst du dein Triebziel. And so we always have this trading job that we say, you do what I want you to do, then I get my points and you get your drive aim. So, dieses Konfliktmanagement, nach dem du fragst, das machen wir nach Plan A, Plan B, Plan C. And this conflict management that you ask for, this is why we have Plan A, Plan B, Plan C. Und wenn du dann nach Plan A und Plan B hervorragende Koordination und Verständigung erreicht hast, dann erreichst du durch Plan C noch besseres Arbeiten und noch bessere Koordination. And if you achieve your coordination and your harmony in techniques in with your Plan A and Plan B, then with Plan C, you have an even better concentrated work. Und dazu musst du sehr viel Eigendisziplin haben. And for this, you need a lot of discipline yourself. Und viel Herz. A lot of heart. Und dann hast du erfolgreiches Konfliktmanagement. And then you have a successful conflict management. Deswegen ist die ganze Ausbildung, wenn die Leute zu mir kommen, heißt die Ausbildung des Hundeführers. And this is why mostly I train the dog handlers when they come up to me. Wenn du diese 6-7 Tools richtig beherrscht. If you can really work these 6 or 7 tools, dann hast du erfolgreiches Konfliktmanagement. Then you have a successful conflict management. Und die Tools sind einmal. And the tools are first. In der Akustik. The voice. Die weiße Stimme, die technische Stimme und die schwarze Stimme. White, technical and black voice. In der Körpersprache. In body language. Der weiße Finger, der technisch führende Finger und der schwarze Finger. White finger, Hand. White finger, technical leading finger and the black finger or black hand. So, diese 6 Tools musst du jetzt noch gut getimt kriegen nach Pavlov. Einmal innerhalb von 0,5 Sekunden und einmal außerhalb von 5 Sekunden. And now you need your timing, and then according to Pavlov, you need to have your timing within 0.5 seconds or after 5 seconds. So, wenn du diese 3 plus 3 plus 2 Dinge vernünftig zusammenpackst, hast du erfolgreiches Konfliktmanagement. Dann versteht dich dein Hund. So, and then if you take these 3 and 3 and 2 and put it all together, then you have successful conflict management and your dog understands you. Und da haben wir ein RSV 2000 für die Fährte, für die Unterordnung und für den Schutzdienst Kochrezepte. And we do have recipes for this as well as in tracking, in obedience and in protection. We have recipes that you can follow and work like them in RSV 2000. Es geht mit Sicherheit auch anders. Viele Wege führen nach Rom. Of course, many streets lead to Rome and there are different ways or other ways to do it. Aber das ist das beste System. But I think this is the best and fastest system. Zu meiner letzten Frage. Du führst deine Hunde über Jahre im Iglo-Bereich. Andere Hundeführer können aber Leistungen auf höchstem Niveau nur über kurze Zeit, 1 bis 2 Jahre, von ihren gut veranlagten Hunden abfordern. So, coming to my last question. You show your dogs for many, many years. Other dog handlers who have very talented dogs
can maybe ask for this high performance of their dogs for a year or maybe maximum 2 years. Inwieweit hängt dein langes Führen deines Hundes mit deinem Ausbildungskonzept zusammen? What do you think is the relation between your long time leading or showing your dog? Is there a connection to your training? Das ist etwas, wo ich ganz stolz drauf bin, wo ich auch immer darauf Wert gelegt habe, dass ich meine Hunde 5-6 Jahre lang auf höchstem Niveau präsentiere. This is something I'm very, very proud about, and this is very important for me, that I can show my dogs for many years on a very high level of training. Natürlich ist der 3,5-jährige Hund noch nicht ganz stabil. Das hängt was mit Reifung und veränderten Triebkonstellationen zusammen. Of course, a dog 3,5 years old is not that stable yet. That's a question of the training and the maturity of the dog. So 4, 5, 6-jährig hast du den Höchststand. 4, 5, 6, you have the highest level. Dann kommen natürlich so gewisse Alterserscheinungen, die in Bezug auf Trieb etwas wegnehmen, in Bezug auf Stabilität eher etwas dazugeben. And then of course with increasing age, you do have some factors where you do have signs of aging that will decrease the drive a little bit, but increase stability in work. So wenn du diesen Entwicklungsprozess berücksichtigst, weißt du ungefähr, wie man den Hund in jedem Alter arbeiten sollte. Da verändert sich ein bisschen. So if you know this, you can realize how you're supposed to work your dog in each phase of this development. There are some changes in this without in the lifetime of a dog. Am Anfang trainierst du viel Technik und brauchst nicht so viel Kondition zu machen. In the beginning you train a lot of technique and you don't have to look that much for a good condition. Beim alten Hund machst du einen Hund mürbe, wenn er viel Training macht, der kann doch alles und da musst du mehr Konditionstraining machen. And if you've got an older dog and you train techniques all the time, you really wear the dog down because he knows all this, then you need to do more for his physical fitness. Das ist das eine zu diesem Thema. This is the one thing about this topic. Und dann ist da eine andere Sache, die sehr wichtig ist. But then something else is very important as well. Es gibt zwei erfolgreiche Philosophien, Hund zu präsentieren. There are two different philosophies of presenting dogs in a successful manner. Du siehst die eine Philosophie bei uns mit Martin Meyer, mit Stichnot, mit Björn, die sehr viel Wert darauf legen, dass der Triebbereich im Vordergrund steht. We do have these people in RSB 2000 as well, and these are dog handlers who have their focus on the fact that the dog is supposed to show a lot of drive. Und dann siehst du Arbeiten wie von Robert Jensen, von Roberto Janone, von mir. And then you have different presentations of other dog handlers. Und da streiten sich dann die Geister. And then you can really have people quarreling about this. Und wo liegen die Unterschiede? Where are the differences? Die einen sagen Trieb, Trieb, Trieb und haben einen Haufen Konflikte in der Arbeit. Some people say drive, drive, drive and they have a lot of conflict in their work. Weil Konflikt macht grau. Because conflict makes gray. Und die anderen gehen auf technische Stabilität, haben wenig Konflikte und exakt arbeitende Hunde. And the others go more for a good technique, correct technique, and they have dogs with less conflict who show a very stable work with less drive. Diese Konflikthunde, die führst du über 2, maximal 3 Jahre. And these conflict dogs will only be able to show their highest performance for maybe 2 years maximum. Weil irgendwann hören die auf mit dem Konflikt, entweder sie geben auf oder der Hundeführer gibt auf. Because someday these dogs will give up in the conflict. Either the dog gives up or the dog handler gives up. Wenn du jetzt aber eine hervorragende Koordination mit deinem Hund hast, dann glänzt du nie übertrieben. But if you have an excellent coordination with your dog, you're never brilliant in drive. Aber du verschleißt deinen Hund nicht. But you don't wear down your dog. Und wenn du jetzt über die Jahre eben berücksichtigst, dass der junge Hund und der alte Hund ein bisschen andere Trainingseinheiten haben muss. And then if over the years you respect the fact that the young dog and the old dogs need a little bit different way of training. Und dann kannst du 5, 6 Jahre deine Hunde auf hohem Niveau führen. Then you can present your dogs on a very high level for 5 or 6 years.
Und ich denke, das ist das Rätsels Lösung. Ich war nie derjenige, der jetzt gerne mit seinem Hund Konflikte in der Arbeit hat, sondern der die Konflikte hinter sich lässt. Der Hund hat alles begriffen und dann wird die Balance gehalten. And I think for me this is the secret in training. I always prefer the dogs who have a little less of conflict in their work and show what they learned in a very stable way. Meine Hunde sind dann mit 7, 8, 9, auch mit 13 Jahren jetzt der Finch nicht grau, mental noch frisch im Kopf und gut, körperlich natürlich nicht mehr wie ein Zweijähriger. And my dogs in high age, I think of my Finch, who is by now 13 years old, they are still very in a very good condition, a very good health. Of course, if they are really old, you will see it. Aber mental ist er noch so beim Dreijährigen. But Finch, even mentally, he is still 3 years old. Ein gutes Ausbildungskonzept muss auch in der Praxis umsetzbar sein. Heißt, Hundeführer und Trainer müssen die gleiche Sprache sprechen und wissen, auf was es ankommt. In a good training concept, the dog and the dog handler need to be able to speak the same language and understand each other in order to be successful. Da wir im RSV 2000 ein gut zu verstehendes Konzept haben, wonach wir in der ganzen Republik unsere Hunde ausbilden, as we have a very good to understand concept in RSV 2000 and we have the possibility to work our dogs in this concept in all of Germany, können wir uns auf den Hund konzentrieren, anstatt Unnützes zu bereden. We can focus on the dog instead talking about some not so important things. Unsere Farbenlehre ist natürlich deshalb auch ein fester Bestandteil in der Ausbildung des Hundes. So of course this is why the colors are a very stable tool in all of our training. Helmut, ich danke dir für deine Erklärungen. Helmut, thank you for your explanation. Bevor du Schluss machst. Before you finish. Weil dieses Interview werden da sicherlich einige angucken. We do know and we hope that some people will watch this interview. Habe ich noch mal ein Anliegen an die Richtweise, die da heutzutage so rumkrassiert. I have one thing that I want to say about the judging that is so much in nowadays. Sozusagen das Wort zum Sonntag. Like giving you the word for the Sunday. Man muss einfach begreifen, maximal Trieb und maximal Technik geht nicht. One thing that you have to realize, there is no way to have maximum drive and maximum technique in one dog at the same time. Es geht nur optimal. It's always only possible with the optimum. Und was man da heute in den Richtweisen immer hört, der Hund müsste etwas mehr und könnte etwas mehr oder sollte etwas mehr Technik auf der anderen Seite, ist ein Wunschkonzert, was weit weg ist von jeglicher Realität. And if we hear all these judges always saying, the dog should, could, might show a little bit more and show a little bit more here and show a little bit more there, is something, this is a dream that cannot be fulfilled. Und das Ergebnis ist, dass es heute keine 300 Punkte mehr gibt, weil die Leute Wünsche haben, die realitätsfremd sind. And in a as a result, we don't have 300 points anymore, because they ask for things that are not able to be, that we cannot realize. Wenn er Konflikte hat, hat er mehr Trieb, aber keine Technik. If the dog has more conflict, he has more drive, but less technique. Hat er Technik, kann er nie den vollen Trieb haben, weil keine Konflikte da sind. If the dog shows a very good technique, cannot show full drive because the conflict is missing. So, und da muss man heutzutage mal langsam sich Gedanken drüber machen, dass man in so einer Situation das Optimale auch maximal bewertet. And this is where we really hope for some people who finally start evaluating the optimum with a maximum rating. Weil mehr nicht geht. Because more is not possible. Okay, jetzt bist du gerade mit dem Wort zum Sonntag. And now you can finish. Sonst sieht man auf Großveranstaltungen viele Menschen auf der Tribüne sitzen, die gefrustet nach Hause gehen. Because otherwise you go to a big event and you see all these people sitting on the tribune who go home with a lot of frustration.
weil sie sich sagen, sowas, was bewertet wird, kann ich mit meinem Hund nie erreichen. Because they think that this, the way they judge it here, is something I can never achieve with my dog. Das ist auch eine Kunst, dass man sich von diesen verrückten Ideen freimacht, wenn man einen Hund vernünftig ausbilden will. And this is why, if you want to have a good training with your dog, make yourself free in your head of these silly ideas. Helmut, ich danke dir für deine Erklärung und wünsche dir weiterhin gute Gesundheit, viel Spaß am RSV mit uns gemeinsam zu hundeln. Danke. Okay, thank you.